Mit dieser Geschichte lüftete ich ein großes Superheldengeheimnis. Bob Kane ist der Mann, der praktisch seit jeher als Batmans Urheber gilt. In den Comics steht, geschaffen von Bob Kane, ebenso in den Filmen. Das zu korrigieren ist etwas, vor dem alle jahrzehntelang zurückgeschreckt sind. Bill Finger war die dominante schöpferische Kraft von Batman, Robin, dem Joker, Catwoman, dem Riddler, dem Pinguin, der Vogelscheuche, Commissioner Gordon, Bruce Wayne, Dick Grayson und Gotham City. Ich weiß, Bob wollte den ganzen Ruhm einheimsen, aber alles Gute stammte von Bill. Wie konnte darüber so wenig bekannt sein? Ich war ein Geist, wirklich. Bob Kane wollte nicht, dass Bill Fingers Geschichte erzählt wird und nahm das enorm übel. Bill war Batmans geheime Identität. Es wurde ein Kreuzzug, Bills Namen bei Batman zu nennen. Superhelden wollen nicht bezahlt oder gelobt werden. Sie tun etwas für das Gemeinwohl und dann verschwinden sie in die Nacht. Ohne Bill gäbe es keinen Batman. Was also geschah mit Bill Finger?